Einen wunderschönen Sonntag Ihnen und euch. Wer sich gerade fragt, warum Zacharias hier heute ohne Habit dasteht, das ist nicht wegen der Hitze. Wir erklären euch heute nämlich, was diesen Benediktiner-Habit eigentlich ausmacht und die einzelnen Teile dazu. Dazu hat Zacharias die einzelnen Teile seines Habits mitgebracht und erklärt gerade mal, was er als erstes anzieht. Ja, als erstes ziehen wir den sogenannten Habit an, das Untergewand unseres Ordensgewandes. Es ist schwarz, wie du siehst. Andere Ordensgemeinschaften haben andere Farben, aber wir haben schwarz. Im Sommer manchmal ein bisschen nicht ganz so angenehm, weil das Schwarz die Wärme, die Hitze anzieht. Aber ab und zu weht auch ein kühler Luft durch das Gewand durch, weil es relativ weit und luftig geschnitten ist. Von daher ist es auch im Sommer da auszuhalten. Gut. So, und nachdem das Mikro umgesteckt ist, ist der Habit auch zugeknöpft. Genau, und wie ihr seht, jetzt trage ich diesen Habit. Früher bei Benedikt war das das ganz normale Alltagsgewand der Menschen. Benedikt hat gesagt, man soll das tragen, was zur Verfügung steht. Erst später ist es dann wirklich dieses Ordensgewand geworden, was man beibehalten hat, auch als sich die Kleidung geändert hat, der Menschen, die Alltagskleidung. Und heute ist es eben dieses Ordensgewand, was uns auch äußerlich uns als Mönche erkennen lässt. Gut, so sieht es ein bisschen komisch aus, aber es gibt Mönche bzw. Menschen hier im Kloster, die nur so rumlaufen. Ja, das sind dann unsere Postulanten, die Klosterbewerber, die ganz frisch eingetreten sind. Die tragen erst einmal als Postulanten, bis sie dann Novize werden, diesen Habit, bis sie dann nach einigen Wochen und nach einem halben Jahr dann auch Novizen werden und dann eben auch das Kapulier bekommen, den zweiten Teil im Grunde des Gewandes. Gut, aber bevor dieses Kapulier drüber kommt, kommt noch was anderes. Vor dem Skapulier kommt noch das sogenannte Zingulum, das wir tragen. Also es ist sozusagen ein Gürtel, den wir umlegen, der uns gürtet, der uns bindet. Es gibt in der Bibel ja das Jesu Wort, das er zu Petrus sagt, dass wenn er alt geworden ist, ein anderer gürten und führen wird. Also es ist ein bisschen der Hinweis darauf, dass ich an Jesus gebunden bin, dass er derjenige ist, der mich führt, der mich leitet, der mich sozusagen, den ich umgelegt habe und der ist, dem ich in meinem Leben folgen möchte. Wenn jetzt jemand mal genau hinschaut, sieht der, dass andere Benediktiner ein anderes Zingulum haben. Die haben teilweise einen Ledergürtel. Woran liegt das denn? Das sind verschiedene Traditionen. Also es gibt die Beuroner Kongregation, die haben einen Ledergürtel. Wir haben dieses Stoffzingulum. Ich nehme an, dass man es auch mal eingeführt hat, um sich zu unterscheiden. Es gab mal Zeiten, wo man sehr viel Wert darauf gelegt hat, zu welcher Kongregation man gehört. Man wollte sich unterscheiden, man wollte sich abtrennen von den anderen. Aber heute ist das nicht mehr, glaube ich, so sehr im Fokus, dass wir uns unterscheiden wollen oder voneinander getrennt sein möchten, sondern dass wir sagen, jede Kongregation, jede Untergliederung der Benediktiner hat so seine Tradition oder seinen Stil oder sein Charisma, aber das andere spielt nicht mehr so die Rolle. Aber wir sind bei dieser Tradition geblieben, einen Stoffzingulum zu tragen. Die bayerischen Benediktiner haben auch noch so einen weißen Kragen an ihrem eigentlichen Habit, der dann unter dem Skapulier, was Zacharias jetzt anlegen wird, noch zu sehen ist. Das Skapulier der Novizen hier in Münsterschwarzach ist etwas kürzer als das der Mönche mit feierlicher Profess. Mhm. Genau, das Skapulier der Novizen und auch der zeitlichen Professen, es ist ein 7/8 Gewand. Es ist ein bisschen kürzer als das normale. Es sieht eigentlich nur das geübte Auge, dass es kürzer ist. Wer zum ersten Mal ins Kloster kommt, dem fällt das vielleicht gar nicht so auf. Aber trotzdem bis zur vollen Eingliederung in die Mönchsgemeinschaft mit der feierlichen Profess gibt es einfach auch Unterschiede in der Kleidung, dass man eben erkennt, das ist ein Novize, das ist ein zeitlicher Profess und das ist ein ewiger Profess. Diese Unterscheidung machen wir, ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat es mit diesem Skapulier auf sich? Also warum tragt ihr Kapuze? Warum ist es nur ein einfacher Überwurf? Warum unterscheidet der sich farblich vielleicht nicht vom eigentlichen Habit wie bei den Dominikanern? Das Skapulier ganz ursprünglich bei Benedikt auch wieder ein ganz praktisches Kleidungsteil. Es war einmal die Arbeitsschürze, dass das Untergewand nicht schmutzig wurde. Die Kapuze war einfach ein Regenschutz gewesen. Im Laufe der Zeit hat es wieder eine andere Bedeutung bekommen.
Wenn wir das Kapulier umgelegt bekommen, wenn wir Novize werden, dann heißt es, nimm das Joch Christi auf dich. Also es ist ein Zeichen, auch nochmal Christus auf mich zu nehmen, über meine Schultern zu legen sozusagen und im Grunde Jesus nachzufolgen. Und die Kapuze hat eigentlich den Sinn, wir setzen die manchmal auf vor unserem Beten, wenn wir auf der Statue stehen im Winterhalbjahr. Es ist wie so Scheuklappen, die man einfach hat. Man kann sich nach innen konzentrieren. Und wenn ein Mönch sozusagen übers Gelände geht und die Kapuze aufhat, heißt das eigentlich, er möchte nicht angesprochen werden, sondern ist auf sich konzentriert, betet gerade, meditiert gerade und möchte jetzt einfach mal für sich in so einem geschützten inneren Raum sein. Jetzt gibt es auch die Missionsbenediktiner in Übersee, in den afrikanischen Klöstern. Die tragen aber kein Schwarz, oder? Die tragen Weiß, es ist der gleiche Schnitt, es sind die gleichen Kleidungsteile. Aber eben in Weiß, das hat einfach mit der Hitze in Afrika zu tun, da wäre Schwarz wirklich sehr heftig. Und da ist es oft auch so, dass sie auch tagsüber eigentlich das Untergewand tragen, das Kapulier auslassen, das zum Gebet anziehen, weil es einfach so heiß ist, so warm ist. Also wie gestern in Deutschland, im heißesten Ort 41, 42 Grad, das ist da in Tansania eigentlich alltäglich der Fall. So, ich hoffe, wir haben Ihnen und euch diese Frage ganz gut beantworten können. Wenn es noch weitere Fragen gibt, gerade hier zum Mönchsleben, zum Klosterleben, stellt es gerne in die Kommentare, schreibt uns eine private Nachricht und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau, macht's gut, bis dahin. Tschüss.